Ja, hallo zusammen. Hier ist mal wieder Brock der Bauchmeister. Wir sind jetzt hier in Gangelt, bei den Schildwächern zum Gangelt auf dem Mittelaltermarkt. Es ist ganz schön warm heute wieder. Und ich hatte bis jetzt noch nichts gefilmt gehabt hier, aber so langsam muss ich jetzt mal was tun, weil jetzt gleich ist da die Feldschlacht. Das heißt, große Klopperei und die will ich euch ja nicht vorenthalten. Auch wenn nachher das Essen fertig ist und sowas, zeige ich euch mal ein bisschen was heute gekocht wird. Es gibt einen Wormser Gulasch und das ist jetzt vor sich hin am Brodeln die ganze Zeit. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Feldschlacht rüber. Da könnt ihr sehen, da sind die einen. Und da hinten sind die anderen, die sich am Vorbereiten sind auf den Kampf. Und ja, wir gucken mal gleich, wie es gleich kracht. So langsam geht es hier mal los. Also man sieht, die sind alle schon in Aufstellung. Da hinten ist die Gegenseite. Nun, das sah ja sehr ausgeglichen aus. So, es gibt, mal gucken, was jetzt passiert. Es gibt wohl jetzt noch eine zweite Runde Hauerei. Kommen noch ein paar nach. Wie ihr sehen könnt, ist auch echt ganz gut hier was los. So, die nächste Runde. Ja, es gibt schon ein paar klare Regeln dafür natürlich. Also wer getroffen ist, legt sich automatisch hin. Man spürt ja, wenn man getroffen worden ist. Und dann geht es dann nachher in die nächste Runde. Aber ich gehe jetzt mal woanders hin. Hier gibt es noch viel mehr zu sehen. So, das Essen ist fertig. Hier ist unser Chefkoch. Dann haben wir hier einen Wormser Gulasch. Dann haben wir, was haben wir hier? Erbsen. Bitte? Böhmische Erbsen. Böhmische Erbsen haben wir. Da sind drin Erbsen, Zwiebeln, Speck und Gewürze. Und Gewürze. Und dann noch ein paar Spätzle dazu. Die sind nicht ganz so mittelalterlich, aber auch sehr, sehr geil. Und er hat sich ja wirklich in der brüllenden Hitze von hinten die Sonne und von vorne das Feuer hier abgemüht, damit wir heute alle satt werden und heute Abend noch lange aufbleiben können. Schön gemacht! Und wie ihr hier sehen könnt, auch hier gibt's. Okay, da haben wir von Schonenover. Pferde. Und viel holländischen Dialekt. Und viel holländischen Dialekt. Super. Nice control. Gute Kontrolle.
Schön ist dir. Ein, zwei. Hey, die Waschkronaufe! Super! So, und als nächstes werden hier wohl harmlose Äpfel geköpft. Zu Hause? Ah, gut. Okay. Ja, mooi controle. Oh, ho, ho, so, hier haben wir noch unser Lagerbanner. Sine Tempore, die Zeitlosen. Das hat meine Frau gemalt. Und wenn wir dann hier rüber gucken, okay, haben wir dann das Lager. Und ja, die Leute warten so langsam auch, wie gesagt, dass das Essen losgeht. Haben wir auch unsere eigene Feuershow. Das sind die Nachbarn von uns. Oh, no.
So, und jetzt habe ich noch ein paar kleine abendliche Impressionen für euch von unserem Lager. Kleinen Überblick für euch. So über den ganzen Markt. Ihr könnt sehen, es ist ein großes Gelände. Hinter den Bäumen, die ihr hier sehen könnt, geht es dann noch mal ein paar hundert Meter weiter. Da ist auch immer noch Lager. Das ist mal so ein kleiner Überblick über den Markt. So, wir haben jetzt sonntags nachmittags und ihr könnt sehen, es ist richtig, richtig derb was los. Da ist die nächste Feldschlacht wieder. Hier haben wir einen Bäcker und diverse andere Fressstände, also hier so ein bisschen die Fressmeile. Viele Leute hier. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück ins Lager. Auch ganz spannend ist die Sicht bei uns hinten aus dem Zelt raus. Da haben wir einen dicken, fetten Steinadler sitzen. Und dahinter, ah, er will es nicht ganz scharf stellen, da sitzt ein Käuzchen noch. Und da hinten rüber sind auch noch ein paar Eulenartige. Aber wie gesagt, hier sitzt der dicke, fette Steinadler. Was macht ihr da? So, hier ist dann der Wettkampf der Steckenpferd-Derby für euch zu veranstalten. Steckenpferdreiter. Genau, ihr dürft jubeln, wenn ihr mögt. Jubel! Und deswegen geht doch bitte einmal an den Rand. Ich würde euch gerne noch einmal einzeln aufrufen, damit man ungefähr weiß, zu wem man gehört. Ich denke mal, Gangelt ist unparteiisch. Die Gräfin vom Rhabarberfeld auf ihrem Kampfeinhorn Fabian. Lilly auf Zuckerwatte. Ruhig. Christo Paius, der Travera, auf Steffi, die Strahls und der Nordstute. Der letzte, der Hardenberger. Wir sind froh, dass er es geschafft hat. Alter Mann auf Rente. Und noch zwei der Schildwächter. Daniel zu Luschen auf dem edlen Spanier Klaus Dieter. Je länger die Liste, desto mehr steigt meine Begeisterung. Und Helena von Bracklen auf Kakao. So, ich erkläre euch ganz kurz und einfach die Regeln. Die sind wirklich kurz und einfach. Sie müssen drei Runden um diesen Turnierplatz reiten. Und damit meinen wir natürlich, sie dürfen nicht gehen, sie dürfen nicht laufen und sie dürfen nicht rennen, sondern wir wollen schon Pferdegangart sehen. Drei Runden, der erste gewinnt das Rennen. Körperkontakt ist nur erlaubt, wenn ich ihn nicht sehe. Begebt euch an die Startlinie. Feuert ruhig eure Favoriten an. Reiter, seid ihr soweit? Ich möchte eine einheitliche Linie, ähnlich wie ein Schildwall, nur ein bisschen. Wir lassen es mal so. Ein Pferdwall. Und jetzt die üblichen Worte, die man ruft. Auf die Plätze! Fertig! Los! Und das Feld rennt weit nach vorne. Alter Mann auf Rente, viel weiter vorne. Als noch eine Runde führt das Feld an. Noch ist alles offen. Alter Mann, man wirft einen Apfel. Lenkt damit Fenris ab, eine gute Wahl. Und da
Die letzte Kurve steht noch bevor. Feuert noch einmal kräftig an. Ja, ich sag mal. Da, der Zielanlauf. Lilly auf Zuckerwatte, dicht gefolgt von der Gräfin noch vom Rhabarberfeld. Dann Asta und dann Michael. Und es sieht aus, als ob Lilly gewonnen hätte. Einen großen Applaus für den Sieger des ersten Steckenpferd-Derbys in Gangelt. Das war anstrengend, oder? Ja, das war's hier auf dem Markt auch so langsam wieder. Also wir haben noch eine gute Stunde Zeit, aber so ganz, ganz, ganz langsam und gemütlich fangen wir jetzt mal abbauen, schon mal wieder an, den Zelt ein bisschen aufräumen und den Zaun wegmachen und sowas. Das ist ja doch immer noch eine ganze Menge Arbeit, bis alles wieder im Hänger verstaut ist. Und ja, in der Zeit kommt man auch selten dazu, ein paar Bilder zu machen oder sowas. Deshalb sage ich einfach mal Tschüss für dieses Jahr mit den Mittelaltermärkten. Das war der letzte und mit den Märkten geht es nächstes Jahr weiter. Und jetzt kommen mal wieder ein paar Videos mehr im Gaming-Bereich. Es kommt ein bisschen Valheim. Und es kommt auch ein bisschen PAX D in nächster Zeit und ja, wir schauen mal, was sonst noch zu sehen ist. Und es geht natürlich ganz, ganz wichtig zum Onkel Eifel auf den Eifelsommer auch noch. Okay, ciao, macht's gut, wir sehen uns.